Willkommen zurück bei Let's Play WWE SmackDown Here Comes the Pain. Divas Action ist angesagt, denn wir durften uns in der letzten Episode eine Diva aussuchen, die uns repräsentieren soll. Mein Gott! Und wir haben uns wieder ausgesucht. Wir spielen natürlich Eddie Guerrero. Und Goldberg hat sich anscheinend Tori Wilson ausgesucht. Und derjenige, der die gewinnende Diva ausgesucht hat, darf sich denn für eine Match-Stipulation bei Vengeance entscheiden, wo es denn um die WWE Championship geht, die wir aktuell halten und Goldberg der aktuelle Number One Contender ist. Und das Ding ist dabei, anscheinend spielen wir Lita. Oder spielen wir gar keinen, ich weiß es nicht, weil nix ist sie gelb. Gut, dann machen wir das mal. You cannot get rewarded for this match. Mir auch egal. Ihr könnt natürlich weiterhin Ladescreens einschicken. Infos in der Videobeschreibung. Ich spiele Lita, alles klar. Oh, ich liebe die Diven Toe Kicks hier. Geil, ne? Finde ich immer gut. Voll in den Arsch treten, wenn man den von hinten macht. Ich hab's schon mal erwähnt beim Beauty Contest zwischen Tori Wilson und Stacy Keebler, dass ich das Attire von Tori total hässlich finde. Sieht aus wie ein Pyjama. Oder was sagt ihr? Genau. Bam. Finisher müsste Twist of Fate und Moonsault sein. Soweit ich mich erinnern kann. Mal sehen, wie viel die gute Tori Wilson aushält. Dann machen wir diese Episode, dieses Diven-Match. Dann noch das Match bei Vengeance. Und dann ist die Episode vorbei. Das ist der Plan für heute. Mal sehen, ob es so kommt. Gehen wir aufs Top Rope und zeigen mal. Oh, Swartenbomb! Nicht schlecht. Gute Diva, gute Lita. Gucken, was sie noch für Diving Moves so drauf hat. Ja, den Whisper in the Wind. Jawohl, jawohl. Ab dahin. Weg, Shiri. Danke, Mike. Und das wird wahrscheinlich ein Elbow Drop. Nein, das wird Extreme Leg Drop. Adoptiert von Matt Hardy wahrscheinlich. Zack. Und es ist Tori Wilson sogar schon orange. Ich glaub's nicht. Das wird ja wirklich ein schnelles Match hier. Ja, komm. Ja, ja. Wir haben auch Lita ausgesucht, weil sie die höchsten Attribute hat im Spiel. Von den integrierten Wrestlerinnen. Diven, mein Gott. Women's. Und der Moonsault. Und sie hat auch das beste Moveset, würde ich sagen. Von den Diven. Na, Tori. Ich glaube, wir zeigen den Lita Moonsault, ne? Dafür ist sie eher bekannt. Dafür ist sie eher bekannt. Und da ist er auch schon. Lita Moonsault. Deswegen ist noch eine ordentliche Lita Moonsault Animation. Und nicht so wie in aktuellen Spielen. Und gewonnen. So lobe ich mir das. Und da ist mein Mikrofon ein bisschen hin und her gesprungen. Jetzt bin ich mal gespannt, was für Matches wir uns aussuchen können. Na? Eddie darf sich entscheiden, was für eine Match-Stipulation es bei Vengeance geben wird. Vielen Dank, Lita! Na, Submission-Match, damit kriegst du mich nicht. Mein Ladder-Match haben wir auch schon gesehen. Ich glaube, wir machen mal ein Cage-Match. Cage-Match. Ich weiß nicht ganz, ob es mit Pin und Give-Up ist, also mit Submission, aber mit einem Cage-Match, mein Gott, haben wir lange nicht mehr gesehen. Das Titelmatch bei Vengeance ist nun ein Cage-Match. Hört sich so an, als wird es ein intensiver Kampf, um es mit wenigen Worten zu sagen, keine Ahnung. Der Krieg ist nur wenige Tage entfernt. Oh ja. Und es geht jetzt los mit Vengeance, die Rache. Herr Rache Pay-Per-View in Detroit, Michigan. Und wir starten das Ding hier. Da wieder Promo lesen, wa? Na? The suspense is at its peak. A showdown of monumental proportions. You will be carried out of that ring. A thunderous shot. Retribution multiplied by 100 times. He can't get up from that move. Was ist die Team? There's only one winner. It is time for the finale. The future will be paved here tonight. Ja, ja. Irgendwann kennt man noch die ganzen Lines. Die wiederholen sich immer. Man hat das Gefühl, dass die einfach immer randommäßig zusammengesetzt werden, so ne? Jetzt habe ich das Feuerwerk geskippt. Tut mir leid.
Ich möchte, also wehe, ich habe danach direkt wieder eine Story an einem Hals, ohne dass ich das selber entscheiden kann. Ich will immer noch US-Champion werden. Wie sieht's denn aus überhaupt? Vielleicht gab es ja bei Raw irgendwelche Titeländerungen. Nee, Sami Zayn ist immer noch World Champ. Okay, wir sind auch immer noch Tag Champ, World Tag Champ. Samoa, hier, der Intercontinental Championship hat sich gewechselt in dieser Season mittlerweile. Cruiserweight Champion auch, Hardcore Champion hat sich, hat, ja, auch nicht verändert. Und ich glaube Women's Champion hat sich auch nicht verändert. Let's do it, baby! Caged Single hört sich an, als würde es keinen Give-Up geben. Ich probier's! Aber ich kann nichts versprechen, da Goldberg nicht so ein einfacher Brocken ist. Und, ja, weil er, ja, das war's. Und da kein Pin und Give-Up an ist. So, Mick Foley, also Rock'n'Stock Connection, muss gegen die Hart Foundation ran. In einem TLC Title Tornado Tag Match. Das hätte ich viel lieber gemacht. Und Mick Foley gewinnt. Michaels gegen Steve Austin. Und Michaels gewinnt. Gar nicht um die US Championship. Wundert mich. Das Pin an. Nee. Escape only, Leute. Oh Gott, da muss ich mich ja wirklich anstrengen. Bei Goldberg, was der für Attribute am Start hat. Ich weiß nicht, soll ich mir ein Safe State setzen? Ich mache es mal zur Sicherheit, wenn. Was? Warum hat der. Ich probiere. Ich mache mir ein Safe State. Nur zur Sicherheit, Leute. Also. Weiß nicht, ob. Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt verlieren soll, dass ich dann nochmal probieren soll oder nicht. Ob es. Unser Ziel ist es ja, Champion zu bleiben. Warum hat der denn verdammt nochmal zwei Finisher? Weil er seine Aggression aufbauen musste oder weshalb? Durch die Vertrag. Durch die Klausel. So würde ich mir das erklären jetzt. Boah, seht ihr das? Seht ihr das? Was Scheiß. Und denken wir, Eddie blutet aus dem Mund. Und ich weiß noch einmal, auch ein Catch-Match gegen Eddie Guerrero, das war aber in der ersten Season, 2011. So habe ich ein Match gegen Eddie ganz, ganz schnell gewonnen. Im Cage. Das war was. Ich glaube auch um die WWE Championship oder um nichts. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Muss ich irgendwie verhindern, dass Goldberg seine Finisher einsetzen kann. Und möglichst viel Content und was nicht alles. Und möchte ich auch nicht möglichst Content lassen, weil die Konter, die ziehen meistens. Die, ja, die ziehen am meisten halt. Deswegen vielleicht mal mit Schlägen agieren. Wir sind auch schon gelb, ey, das ist doch nicht dein Ernst. So. Zack. Und bam. Kann mal probieren. Oh, warte mal. Runter! Scheiße! Mist! Das war gut! Er hat fast geklappt. Ihr habt ihn nicht gesehen? Hätten wir ihn am anderen Ende vielleicht hingepackt? Hat's geklappt? Ey, dann probiere ich nochmal. Na, hör auf hier. Jetzt sind wir schon orange, ey. Komm! Die Kacke ist. Wahrscheinlich bleiben wir jetzt schon lang genug liegen. Power Slam hier. Es geht hoch, ne? Das macht er. Links Slam. So was. Fuck. Hör auf jetzt hier. Hör auf jetzt! Angst vor deinem Jackhammer. Bam. Hör auf! Der verarscht uns ständig, ne? Der will einfach nicht. So, jetzt komm her, Junge. So, jetzt. Nein. Ich will doch. Fuck. Okay. Ich will doch das scheiß Ding zeigen, wie eben. Probieren. Komm. Sieht gut aus. Hab gewonnen. Fick dich, Goldberg! Die Episode ist ein bisschen kurz, ne? Dann starte ich auch noch. Dann starte ich die nächste Episode doch noch. Tut mir leid, Leute, aber das war mir zu riskant, dass ich da noch irgendwie ein 10-Minuten-Match draus mache. Fick dich, Goldberg! Fick dich! Ganz einfach. When I'm on the edge. And still. WWE Champion. Latino Heat. Eddie Guerrero. Also dieser Schlag auf den Ringpolster ist anscheinend ganz effektiv, wie man sehen kann. Er bleibt lange liegen, obwohl er nicht so doll angeschlagen ist. Ich will auch speichern, mein Gott. Ich komme auch gar nicht weiter, ohne zu speichern.
So. Ja, mal gucken. Ey, dann gucke ich mir noch den Anfang von der nächsten Storyline an, wenn es eine gibt. Ich hoffe nicht. In Indianapolis, in Indiana. Bei SmackDown. Wo sonst? Na komm. Na komm. Ich will ein Title Shot. Fick dich, Scott Steiner! Du kriegst keine World Title Opportunity. Nein! Es gibt Gerüchte, dass du den Champion herausfordern willst um den Titel beim SummerSlam. Ich kann leider die Stimme von Scott Steiner nicht machen. Ich bin voll schlecht in Imitationen, habe ich schon mal gesagt. Ja, das ist wahr. Weißt du, warum ich ihn herausfordert, Coach, oder warum ich um den Titel ankämpfe? Weil du der Champ werden willst? Du bist nicht so doof, wie du aussiehst, Coach. Das ist die halbe Wahrheit, aber ich möchte wirklich mein bestes Match gegen einen wahren Champion haben wie Eddie. Wenn er nicht der Champion ist, dann ist es nicht wert, um den Titel zu kämpfen. Ich kann den Titel von jedem nehmen, aber dann wird es nicht wirklich was bedeuten. Verstehst du, was ich sage? Also Eddie Guerrero, akzeptiere meinen Titel, meine Anfrage auf den Title Shot und lass uns den Fans zeigen, was ein echtes Wrestling Match oder was ein echtes Match wirklich, echtes Wrestling Match wirklich ist. Das sagt Scott Steiner, the man of a thousand belly to belly suplexes. Na? Was? Coach, so behindert, wie aussah. Ich möchte in keiner Storyline drin sein, goddammit! Stephanie, hast du eine gute Neuigkeit? Weißt du, mit Sami Zayn eben, da hatten wir ständig frei. Jetzt sind wir nur in Storylines. Nur in Storylines. Jetzt muss ich ja mitstarten. Und warum sind wir jetzt mit Scott Steiner in einem Team? Weil er uns Arsch geküsst hat oder was in den Arsch gekrochen hat? Ist hier in die Arsch gekrochen, ist so. Terry Funk, Psycho Sid, Mr. Perfect gegen Jesse James, Eggpack und Billy Gunn, wo, also hier D-Generation X. Schöne Kombo. Okay, andere Team gewinnt. Rico und Eric Rowan. Hardcore. Rico gewinnt. Und jetzt noch das Tag-Match zwischen Eddie Guerrero und Scott Steiner gegen Shawn Michaels und Jimmy Snuka. Was die da so zu suchen haben, weiß ich nicht so ganz. Aber egal, lasst uns loslegen mit dem Match. Letztes Match für diese Episode. Mit drei Matches gesehen, ne? Oh ja. Zack. Wäre sonst nichts eingefallen, womit ich die Episode noch füllen kann. Außer es wäre noch ein Backstage-Brawl gewesen oder so. Das hätte ich eventuell noch in Kauf genommen. Jetzt hör auf zu laggen hier. Was soll denn der Scheiß? So voll ist die Festplatte nicht. Bam. Ich will mal Scott Steiner Moveset ein bisschen ausnutzen und mal gucken, was er alles hat. Hat den als Finisher, käme Klatsch, ne? Steiner Recliner oder sowas, ne? Heißt der Move? Aber ich glaube nicht, dass er den Steiner Screwdriver drauf, dabei hat im Moveset, oder? Wisst ihr da mehr als ich? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Er hat ausgetappt, nein. You tapped out. Aber Scott Steiner hat gute Attribute, soweit ich weiß. Deswegen, Belly to Belly wahrscheinlich? Nein. Für alle die nicht wissen, wovon ich rede, Scott Steiner, der ist sehr bekannt dafür, dass er Matches voll mit Belly to Belly Suplexes packt. Ganz natürlich nicht im Moveset machen. Aber wäre lustig. Wenn einer Here Comes the Pain spielt. Und man, weiß ich nicht, und Moveset so verändert, also so als Streich, so wisst ihr, und dann jeden Move auf Belly to Belly umstellt. Das wäre lustig. Das wäre lustig. Da muss man erstmal Leute finden, die noch Here Comes the Pain spielen, so, ne? Schaff das erstmal. Zack, Exploder! Da wird's schon gut angeschlagen, muss man sagen. Was haben wir hier Schönes? Nicht taggen. Nein. Komm. Hör auf. Denn halt Jimmy Snuka. Der schon wieder.
Superfly! Jajaj! Nein, Eddie, ich will noch nicht taggen. Den Move hatte ich schon. Schade. Schade! Und! Down! Down! Mal nochmal probieren. Was haben wir hier oben? Ein Konter. Parat. Jetzt hör auf hier. Jetzt hat er einen Finisher. Muss aber so Top Rope gehen. Oder in den Seilen, glaube ich. Was sagen. Bereitet mich schon für den Finisher vor, aber ja gar nicht. Ich bin zu doof, um das zu checken. Zu doof. Zu doof. Wortwörtlich. Na, jetzt komm noch mal her. Danke. Bam, der Power Slam. Oh, Eddie und Scott Steiner haben fast synchronen Finisher gekriegt. Jawohl. Ah, Flatliner. Und Tag. Schade. Hau ab, Johnny. Johnny, hau ab. Lass mich in Ruhe. Okay. Ist gut dabei. Superfly gerade, ne? All I want to give you is this. Badam. Das ist noch nicht der Sieg, oder? Nein. Alles klar. Das wird Scott Steiner wahrscheinlich vom Referee runtergeschmissen, oder? Ja. Referee! Soll der Mist? Komm her. Superfly war wohl nichts, wa? Nein, was? Nein! Du sollst. Dahin, danke. Nein. Lässt du ihn mal in Ruhe? Shawn Michaels hat einen Finisher. Wo will Scotty denn hin? Komm wieder her! Braucht den noch. Taunte lieber weiter und sorg für einen Finisher. Halt dein Maul, HBK, danke. Und. Mist! Komm wieder her, Scott Steiner. Der ist mir zu klein hier alles sonst. Und. Mist! Hat immer noch einen Finisher am Start. Wieder super auf hier. Will Superfly. Jetzt musst du auch hier bleiben. So, zurück zu Scotty. Scotty to Steiny. Wow, wie kreativ ich wieder bin. Mhm. Zack! Der Elbow ins Gesicht. Und ab. Und da oder Excel hinterher. Bam, 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 bam. Auf Rücken. Hopp, weiter. Finisher, Farm. So, vier. Kann ja mal die angehen. So, Venus Scott Steiner macht. So, warte mal. Wir können noch mal einen Move ausführen, welcher nach Scott Steiner benannt ist. Den Frankensteiner. Mal gucken, wo der hier belegt ist. Er hat wahrscheinlich ein bisschen Super Frankensteiner. Den zeigt er ja so nicht mehr wie früher. Das sieht nach Frankensteiner aus tatsächlich. Alles klar, dann haben wir jetzt einen Finisher. Und zwar jetzt. Den sollte ich eventuell. Nicht taggen, nicht taggen, nicht taggen, nicht taggen. Halt dich zurück. Mir auch egal. Mir auch egal. So. Dann mache ich die halt noch rot. Oh, Sri. Weiter gehen wir auf Stop Rope. Sein falls. Quatsch, nur den One Star. Frog Splash. Nein, keine Ahnung. So. Dann taggen. Und dann noch mit Scotty das Ganze zu Ende bringen. Der wahrscheinlich unser nächster Herausforderer ist für die Championship. Aber die Storylines sind bis jetzt immer alle bloß einen Monat lang, ne? Außer damals die Stable Storyline. Oder Faction Storyline. Und gewonnen, jawohl! Das war's. Nee, ich will die. Die haben mir gar nichts getan. Wäre Scotty einfach. Oder Scott. Angreifen eher. Das wäre eher was so für mich. Sollte nichts passieren, so, ne? Scott Steiner und Eddie Guerrero im Tag Team, ne? Every time, day, day.
every day. Sagen sie leider nein, leider gar nicht so. Wie schade. Und wenn ihr kurz Mods Last Screens in diesem Let's Play sehen, mir teilt via E-Mail an http://advanceleader.de oder schreibe einen Kommentar mit einem Daumenlink unter dieses Video, danke. Immer wieder schaffe ich das so, gerade so, ne? So, das war's für diese Episode. Ich habe 7 Episoden nacheinander aufgenommen. Oh! Eddie, lass uns hier raus. Ich kenne ein großartiges Restaurant, runter der Straße, also, ja, weiter in der Straße. Hol mal ein Auto, treff mich am Parkplatz, wenn du bereit bist. Nein, 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 nein. Das hört sich nicht gut an. Parking Lot ist nie gut. Und der Hammer. Es ist Eddie. Sieht so aus, als würde er die Arena verlassen. Warte mal, was ist das denn? Warte mal, wer ist das? Ich sehe die Dame, ich habe aber alles in Erinnerung. Hey, was ist das für ein Auto? Warte mal, das war doch... War das nicht? Das war... Shawn Michaels! Oh mein Gott, ein Angriff auf Eddie Guerrero? Muss Eddie Shawn Michaels gewesen sein? Was zur Hölle? Jemand soll einen Krankenwagen holen? Das ist ernsthaft? Passiert das gerade wirklich? Kannst nicht glauben, Jay, ja? Hey, das sind Klone von den Security-Men-Men. Hey, ich weiß, es ist Big Papa Pop, also. Ist ganz deiner. Ah, da ist er. Was passiert hier gerade? Ich habe mich schon gewundert, warum du nicht hier kommst. Hauptsache. mit dem. Wie nennt man das Ding? Kettenhut? Eddie, geht's dir okay? Oder geht's dir gut? Verdammt nochmal. Guck nur, wie besorgt er ist. Aber ich habe da schon eine Vorahnung. Ich habe da schon eine Vorahnung. Mhm. Mit einem. Boah. Boah. 91 Superstar-Punkten. Jetzt man schon heiß begehrt. Dann wird man nochmal umgehauen im Parking Lot. Im Parkplatz. So, und das sollte es jetzt wirklich gewesen sein für diese Episode. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Tschüss, euer Franz. So, das war's jetzt auch für mich von der Aufnahmesession. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei, wie gesagt. Und mal gucken, wie das da mit Scott Steiner so weitergeht. Ob er da irgendwie hintersteckt oder ob das HBK war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das war, aber schien mir vom Attire so, weil ich weiß, nicht In-Ring-Attire, also Entrance-Attire hat er so ein T-Shirt oder Film-Attire, keine Ahnung. Auf jeden Fall, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, wer das war. Oder so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, bis morgen, 18 Uhr, euer Franz. Tschüss!